Viele denken ja heute immer noch, dass die Bibel vollgestopft mit religiösen Verrückten ist. Und die sitzen gedanklich auf ihrer frommen Wolke und zupfen an ihrer Harfe rum. Halleluja! Halleluja! Als Bayer muss ich natürlich sagen, Aloysius ist der Killer, Freunde. Aber der Rest ist ehrlich gesagt Schwachsinn. Die Bibel ist voll von Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit. Voll von Zweifeln, von Trauer, von Schicksalsschlägen, von Misstrauen, von Streit. Kaum an einer anderen Stelle wird das so deutlich wie in unserem heutigen Buch. Denn dort kotzt sich so einer richtig aus. Es handelt sich um die Klagelieder im Alten Testament. Im dritten Kapitel zum Beispiel, da schreibt jemand: Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er spricht hier von Gott. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Hier geht es also nicht um Freude und Frömmigkeit, sondern eher um Gift und Galle. Die Klagelieder sind insgesamt in 5 Lieder aufgeteilt, haben also 5 Kapitel. Und diese Lieder kannst du in 30 Minuten durchlesen. Und im Zentrum dieser Lieder geht es um die Zerstörung der Stadt Jerusalem. Und das alles geschah um 586 vor Christus, einem für die Juden extrem wichtigen Datum. Denn hier wurde nicht nur die Stadt Jerusalem, sondern auch der erste Tempel der Juden komplett zerstört durch die babylonische Armee. Aus diesem Grund kannst du diese Zerstörung der Stadt Jerusalems und des ersten Tempels an 4 weiteren Stellen im Alten Testament nachlesen. Und wie wichtig dieser erste Tempel für die Juden war, kannst du an den Überresten des zweiten Tempels im heutigen Jerusalem sehen. Nämlich den Überresten des Tempels der heutigen Klagemauer. Denn nachdem der erste Tempel zerstört und später wieder aufgebaut wurde, wurde auch der zweite Tempel, nämlich 70 nach Christus, erneut zerstört, nämlich durch die Römer. Auch wenn sich der Autor der Klagelieder an keiner einzigen Stelle selbst nennt, können wir dennoch sehr stark davon ausgehen, dass es der alttestamentliche Prophet Jeremia ist. Denn er war einer der Zeit- und Augenzeugen dieser Zerstörung der damaligen Stadt und des ersten Tempels. Und in diesen 5 Liedern geht es um das Verarbeiten von Leid und Trauer. Und zugegeben, viele dieser Bilder, die in den Klageliedern verarbeitet werden, sind für uns heute ziemlich schwer zu verstehen. Denn sie sprechen schlichtweg einem Menschen von vor 2600 Jahren direkt aus dem Herzen. Aber wie das so ist, manche Trends auch im Sprachgebrauch kommen immer und immer wieder. So steht zum Beispiel im ersten Klagelied: Das Joch meiner Übertretungen ist durch seine Hand angeschirrt. Ineinander verschlungen sind sie mir auf den Nacken gelegt. Junge, das geht auf deinen Nacken! Okay, lasst uns da keine Scherze aus diesen Emotionen machen, denn in den Klageliedern wird eines sehr deutlich, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht, zu jeder Zeit. Der Schöpfer von Himmel und Erde und allen Menschen hasst das Böse. Er hasste es damals und tut es heute immer noch genauso wie damals. Denn Gott ändert sich nicht. Er ist Gerechtigkeit und hasst das Böse im Menschen. Aber jetzt wichtig, zwischen den Ereignissen der Klagelieder damals und uns heute besteht ein gravierender Unterschied. Denn zwischen damals und heute steht etwas Entscheidendes. Und das ist das Kreuz. Der sichtbarste Beweis, den dir das Neue Testament verspricht, ist nämlich, dass Gott seinen Zorn über seinen Sohn ein für alle Mal ausgegossen hat. So steht im 1. Thessalonikerbrief im Neuen Testament: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ewig leben sollen. Der gerechte Gott muss das Böse bestrafen, denn sonst wäre er schlichtweg nicht gerecht. Aber weil er eben auch Liebe ist, hat sie seinen Sohn Jesus am Kreuz stellvertretend für dich und für mich getragen. Und in dieser Perspektive kannst du nun die Klagelieder lesen. Sie zeigen so vieles. Zum einen ist der Schöpfer von Himmel und Erde und dir und mir keine spirituelle Wochenendattraktion. Er ist gerecht, er hasst das Böse und lässt es niemals ungestraft. Zum anderen, Gott ist Gnade. Die Israeliten damals konnten nur hoffen und flehen und Gott darum bitten, dass er ihnen seine Gnade nicht komplett entzieht. Du und ich hingegen können heute unser ganzes Vertrauen auf Jesus, den Sohn Gottes, setzen und wissen, im Glauben daran, dass er für uns diesen Zorn und diese Schuld bereits beglichen hat. Durch Jesus alleine finden wir Vergebung vor Gott. Und die Klagelieder zeigen, wie ehrlich wir vor Gott sein dürfen. All unser Schmerz und all unsere Trauer haben Platz bei ihm. Ja, die Klagelieder sind definitiv richtig unbequeme Texte. Sie erinnern uns schlichtweg daran, dass Gott ein gerechter Richter ist und wir Vergebung brauchen. Die Israeliten standen ziemlich alleine da. Doch das Neue Testament verspricht dir
An deiner Seite steht jemand, wenn du ihm vertraust. Auch in schmerzhaften und in leidvollen Erfahrungen ist er immer nur ein Gebet von dir entfernt. Also, du kannst die Klagelieder nun entweder komplett am Stück lesen oder du teilst sie auf die nächsten 5 Tage auf. So hast du die Klagelieder innerhalb von einer Woche komplett durchgelesen. Jetzt wünsche ich dir richtig gute Gedanken beim Durchlesen dieses Buches. Und wie immer in diesen Tagen, bleib steril!